So, ich bin wieder da. Könnte ich so. Ich hab da was zu mampfen für dich. Hast du Bock? Oder? Junge, sieht aus wie ein Scheiterhaufen. I did everything within my power to help your friend. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him now. Sylvie told me. Nightshade? What are you going to do with that? You realize it's deadly. And has no place in here. This is for Cotta. You can't give him that. I don't know what that wildling told you. But that will kill him and taint his blood. Oh, das ist ziemlich tief, ey. Garrett. Garrett, is that you? Alter, sie war... It's me. I'm here. Yeah. Where's Sylvie? Yeah, good. Where is she? She's beside you. Don't worry, she's right outside. She sent me to help you. I thought they took her away. Remember your promise, Garrett. You have to protect Sylvie. Ich darf nicht immer reinschauen, aber ich muss. Oh, I can't bear it anymore. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. Cotter's a fighter. Always has been. I can see that. But now you can use his death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron, the handle made of iron wood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. Die Frau wird automatisch ausgeschaltet. Drück sie, okay. You're here for a reason, Garrett. It's no accident. I'm honored. Thank you. It's well deserved. Ich hab's verdient, ihn zu töten. Your friend is dying. But his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. Yeah. His death can't mean it. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But... We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. His beating heart. This is madness. Not madness. Necessity. Madness would be letting the North Grove fall. You saw what happened after the fight. My warriors, they're pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. Wenn du es sagst. Can't take it any longer. End his suffering. Use his life to make us strong, Garrett. Give him that poison, and his blood will be useless. Bewusst. I'm sorry. I can't do it. Cotter's my friend. I wouldn't be here if not for him. And I have to respect what Sylvie asked me to do. Then so be it. Ich meine, es ist seine Schwester. Also von daher. Nee, ja. Und was mache ich jetzt damit? Als ob ich es nicht schon wüsste. Also gut. Mach Habba Habba. Das ging ziemlich schnell. Hm.
Olgorn Vysenir. We must burn the body. Ob das die richtige Entscheidung war, sehen Sie, wenn das Licht angeht. Whitehill Lager. Ich habe ein Déjà-vu von der allerersten Folge. It's too many fucking guards. Keep your heads down. We'll have to find a way to distract them. Damit Wein. Das ist deine Mission. Hallo, das sind 5000 Leute. More guards. Leicht übertrieben. Place is crawling with them. Pferde? Horses hate being tethered during a battle. If we can just get them loose. Was haben wir hier noch? That must be Lod's tent. Ja, of course he'd take the biggest one for himself. Haben sonst so irgendwie was? The tower gives a great view over their camp. Enough thinking. Where do you want us? Ja. Cut the horses free. Send them galloping through the camp. Mach den Weg blutig. Horses. That's what you want. That's what we need. A distraction. Fine. But if any Whitehills get in our way, might have to cut them loose too. Tu was du glaubst. Me here once you've done your part. Good luck, Basilisk. Try not to get yourself dead, Westerosi. Can we rely on them? You can trust them to fight. Beyond that. Come on, let's get this done. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt endet. Als ob sie den jetzt sehen. Weil der versteckt sich ja, ist doch richtig scheiße. Ist doch nicht scheiße. Ach, leck mich doch an der Arsch. Ja klar! Tanz hat gleich! Ja, als ob die das nicht sehen, wenn wenigstens einer. Nö, wir schießen da ein. Der hätte so lang schon was gesehen. Mach doch was. Mach doch was ihr denkt. Das ist mir so scheißegal. Also realistisch ist was anderes. Oh, meine zwei Lieblinge sind da. Secure the Forester boy. Make sure the little shit can't escape. We can't run if he doesn't have legs. Do what you must. And if anything happens to me, kill him. Yes, father. Bring me my great sword. Fuck. What do we do? I want to make him bleed. Asher deserved better. Können wir uns erstmal den da? We'll follow them. They'll lead us to Ryan. But lad, bringing my brother is more important. Fine. But before this is over, I am killing that man. La. I'll take Griff and his men head on. Sneak behind and grab Ryan. Get him the hell out of here. Let me go! My brother will kill you all! Come on, hold him down, will ya? I swore to your brother I'd avenge him. Whatever happens, make sure this Griff dies. Das ist ja meine Intention. Hab ich noch bis zu 4-5 Mal einen Zug geschlagen? Good day. Hester Eifers. Roderick Forrester. Ich hätte einfach auf den Rücken schlagen, weil die merkt doch eh nix! But here you are!
making a gift of it. Oh, yes! I'm starting a collection! Nee. Collection Nummer 1 erledigt. Nummer 2 erledigt. Und jetzt bist nur noch du da. Where is the little shit? Jetzt hau doch drauf! Okay, er kann sich auf jeden Fall noch werden. Oh, ich werde es genießen. Und schön drauf. You always think it's gonna go your way, don't you, Roderick? Your origin makes it sloppy. Oh, das war schön, das Knie. Und jetzt schön auf dem Rücken. Ja, 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 Rücken. Hold up. Please. I'm sorry. Oh, it's not my life. Bye bye. Okay. Das war Nummer 1. Oder Nummer 3, je nachdem, wenn man es sieht. Ich würde den Kopf mitnehmen. Als Andenken oder so. Als Sammlung. Vesca! Where's the Rossi? You live. Where's the Basilisk? Last I saw, she escaped with my brother while I was taking care of Griff. He's dead. Good. I thought Vesca would be here with Ryan. Vesca will have to take care of herself. To Iron Rath! Ja, das ist doch schön. Jetzt muss nur noch der Fettsack sterben. Und natürlich Ramsey, keine Ahnung, wie der sich an Grimm schisst. Na gut, er ist ja jetzt sozusagen erstmal neutral, der guckt sich erstmal die Geschehnisse an. Und dann, am Ende, kommt er dann wahrscheinlich nach dem Krieg. Ich höre Musik, aber ich sehe nichts. My lord, you survived. What's the situation here, Royal? Grim, my lord. The Whitehills have broken through and the rest of their forces may cross the gate at any moment. We need reinforcements at the gate. Have you seen Mother? Why are you? Where is she? Have you seen Mother? No one knows where she is. Get back inside, now! Yeah. My lord, your command. Forward! We have to seize the gate! Retake the gate! Verluste hat man immer. Now this is the war as promised. Truppt euch aus! Jawoll. Epa X. Tja, sieht nicht so schön cool aus für dich. Oh, der hat noch verbunden. Na,
Ah, nicht schon wieder. What? Warum lahm ich nicht so scheiße von der Seite an? Hab ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Hätte ich das Tor nicht verteidigen dürfen, oder... Hä? Hat er hier was falsch gemacht? Ich hab da einen Pfeil nach oben gemacht vorhin, oder? Okay. Anscheinend habe ich es doch nicht gemacht. Oder zu schwach, oder keine Ahnung. Freilich, dann bin ich doch da. Bald in die ganze Zeit X zu drücken. Davon bin ich da. Let it rip! Oh, nice. So, mein Freund. Da ist er runtergeblumst. Ach ja, stimmt, der ist ja noch da. Lord Roderick Forrester. Last of his kind. Ei, ei, ei. Jawohl. Und gleich zuschlagen. Scheiß Helden. I was hoping to face you whole. No matter. Right to your lord. Ja, gut gemacht. Ja, auch du, gute Arbeit. Ja, darf ich mal den Kraft so weit zulassen. Also ich hätte längst den Rücken erstochen, aber da ist er jetzt selber schuld. Let go of my son! Fucking Forrester, cut! Ja gut. Aber jetzt. Wieso? Gönn dir. Das tut gut. Sowas liebe ich. Cool, ich glaube, die nächste ist überleben werden. Oh, my son. What the fuck? Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus für mich. Eieieiei. Bin zu langsam im Arsch, ey. Gut gemacht. Ey! Immer schön dieselbe Wunde. Alter! Oh.
shit. Ich glaube, den Krieg haben wir verloren. The North remembers! My lord, we have to get you out of here! Roderick, help me! No! 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 Bewegst du dich auch mal, oder? Ich wollte zwar was machen, aber irgendwie. For the house. For all of us. Go! Now! Ich hab mich unentschieden, wa? Was mich halt wirklich jetzt interessiert, was für verschiedene Arten von diesem Krieg kann man machen? Ob man den auch gewinnen kann? Das würde mich echt mal interessieren. Und welche Entscheidungen hätte ich anders machen müssen, damit es anders verlaufen würde? Also das interessiert mich tatsächlich, was für verschiedene Varianten es davon gibt. Und man schaut da irgendwelche YouTube-Videos. Ich habe anscheinend wohl das schlechteste Ende genommen. So wie ich mich kenne. You did the right thing. I did what I had to do. He was your friend. Bye bye, mein Freund. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming. And we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironwrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. Hey, was? I will respect Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. That's our mission. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Ja, die ist ja noch da. Noch. Ihr seht's auf jeden Fall, ich habe ein Händchen für, ich lasse meine Hauptcharakter am Leben. Ich bin gut, bis auf Geralt sind alle gestorben. Na, Mira. Es tut mir leid, aber hier sieht es alles viel besser aus. Oh, Hallöchen. Bring forth the next prisoner.
Ja, können wir darüber nochmal reden oder so? Und was ist, wenn ich mich weigere? Hä? Was wollt ihr denn jetzt machen? Wollt ihr mich die ganze Zeit anstarren, bis gar nichts mehr passiert? Hä? Ich laufe ja schon. Good day. Schönen Zettel hast du da. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Shameful! Take her head! Kill her! She's innocent! A disgrace to her family name! Mira Forrester. In the sight of gods and men, and in the name of the king, Ender! I sentence you to die. Shame! Dude. If you have final words, shame! Speak them now. Bei McDonald's gibt's jetzt Monopoly. A brave woman! Iron from ice! A brave innocent! Oh, noble death! Kneel! Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, dann ist es. McDonald's mit Open schon wieder vorbei. Wie komme ich doch? Ich hab keine Ahnung, ich hab Hunger. Ich nehme mir das seit 5 Stunden heute auf hier. Ja, keine Ahnung. Was? Ach, hell nach unten. Könnt ihr mal da wenig sauber machen? Das Schwert hätte man wenigstens auch sauber machen können. Ich hab ziemlich viel falsch gemacht, kann das sein. Nee, gut. Das Betrüger wird wohl nix, wa? Eis, das Eis deckt mich alle. Ich hab aber auch ein grünes Händchen für die ganze Scheiße. So, Gary, was machen wir jetzt mit dir? Bist du der Einzige, der noch lebt, so ungefähr, gefühlt. Ja, mit Ramsay haben wir bis jetzt auch noch nichts gemacht. Wie auch jetzt, sind alle tot. Aber was mit Biscuit ist, das ist eine gute Frage eigentlich, wo die abgehauen ist mit dem kleinen Boy. Oder wollen wir jetzt sagen, dass Garrett jetzt auch stirbt? Weil ich guter Player bin. Irgendwie so an, als wäre es jetzt ein Abspann. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Du. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. Du und 42%. And what do I find? Die Treue geschwört, okay? A child lord. Ethan the Bold. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. Wie viel Prozent ist, kann überhaupt nicht 30%, okay. This is going to be fun. Mira was so devoted when we first came ich to King's Landing. Halt fast immer in der Minderheit, kann das sein. That day Cersei dragged her to the throne. Gut. She claimed loyalty to me, right in front of her. But then she had the audacity to go behind my back and meet with Tyrion when I'd clearly forbade it. And then that letter she forged to Elena Glenmore. As if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that.
But I can't forgive that she used me. So 30% now, with all that's happened to her, who knows what else Mila was doing without my knowledge. Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tutton. I thought I could trust in himself. Oh, and but I was wrong. Man. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. Back from the Twins with balls so shrunken he let Griff Whitehill beat him into the mud in his own yard. Reek, I had to come and see this walking tragedy for myself. But then, he jabbed out that fourthborn's eye. He killed the man who betrayed him. I was rather starting to like him. And then I thought, let's play a game. That's when the fun really started. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandine. He was rude and aggressive, mind you. But he didn't play games. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But I was disappointed. He seemed a man who cared of nothing more than the moment. But afterward, his uncle told me the truth. That Asher had been protecting his friend, a former slave. He had gave up all he came here for to protect her secret. He earned my respect in the end, if not my help. I wish I could have done more for him. Perhaps, if I had, things would have turned out differently. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I don't know if Mira ever understood that, Grandmother. I know she told me the truth about Sarah, but she also broke a promise to Sarah to keep a secret. In the end, I respect that she was willing to do whatever it took to get what she wanted. But at so high a cost. Roderick. I could have told him the story wasn't going to have a happy ending. His brother dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I know these Foresters. If they had any sense, they'd know when to bend the knee and live to see another day. They were passionate. I'll give them that. But they were ruled by their whims, impetuous when they should have been shrewd. Noble and just to the end, but weak. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Naja, Schertinski. Den Sieg aufgeben und Ryan zu retten. Ey, ich würde sagen, ich war ein Zerführer, also. Oh Mann. Sehr viele falsche Entscheidungen. Aber so ist das Leben. Stimmt, Roderick hat sie überlebt. Eventuell. Der nicht. Roderick, wie sieht's mit dir aus? Er stirbt noch, er lebt noch, gut. Und, wo sind wir gelandet? Wahrscheinlich jetzt für Ramsay. Oh Gott. Wahrscheinlich. Bei meinem Glück jetzt. Oder ist er jetzt einfach so gestorben? Okay, wen haben wir denn? Ne, das könnte Roderick sein. Ah, da ist er. Roderick? We don't have much time.
Ja, Beskar, da bist du ja. Okay. Der Platin-Trophäe, meine 51. Du und 37% haben gelogen, wodurch Sarah entlassen wurde. Drei Viertel weigerten sich, Morgion zu heiraten. 40% konnte den Gnadentod. 60% verschonten Lord Whitehill und Ryan zu. Ja, woher soll ich das wissen? Ja, gut, ich hätte Lord Whitehill angreifen können, aber dann wäre Ryan wahrscheinlich gestorben. Ich habe halt gedacht, ne, ich mache erst mal den kleinen Bastard kaputt und dann mache ich mal den anderen Bastard kaputt, aber das hat wohl nicht ganz so funktioniert. Die 50% sind geblieben, um dann Nordhain zu verteidigen. Was auch immer. Was wäre, wenn ich die Krähen, also die schwarzen Krähen, niemals verraten hätte? Wäre ich denn überhaupt irgendwie in diese Gegend gekommen? Sowas würde mich halt einmal interessieren, weil die Geschichte hätte sich komplett anders gestalten können. Das finde ich halt ziemlich geil. Wenn es so ist. Kann ich ja jetzt halt nicht sagen, ich habe ja einen Storyverlauf. Genauso wie bei dieser Entscheidung, wo man dann entweder Roderick oder The Ashen One, wenn ich mich da jetzt für Roderick entschieden hätte, also dass er da bleibt und Ashen One dann alles geregelt hätte, wie hätte das dann alles ausgesehen? Wie wäre der Kampf verlaufen? Hätte sich da großartig was geändert oder Fragen über Fragen, ne? Nein, ich mach's mir immer noch nicht mein Game of Thrones Erlebnis. Ich hatte heute genug. Okay, Leute. Ich denke mal, das war's. Was haben wir denn hier eigentlich noch Schönes? Genau, das sind die ganzen Entscheidungen. Haben wir sonst noch irgendwie was anderes? Codex? Was haben wir da Hübsches? Die ganzen Beschreibungen und so weiter, ne? Naja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part, mit diesem Projekt, mit Game of Thrones. Wir sehen uns bei den nächsten Projekten wieder. Haut rein, euer Final, der besten Führer, den es jemals gab. Und gib mir!